dieses System aus Motor und Motorenöl für Long Life ist am Ende so designt, dass ein bestimmtes Fahrprofil mit diesem Long Life Intervall klarkommt. Wenn mein Fahrprofil davon abweicht, fahre deutlich höhere Drehzahlen und permanent Autobahn Vollgas, dann würde ich sagen, sollte man das mit dem Long Life Intervall vielleicht nicht ausreizen. Ja, hallo und servus. Heute geht es um das heiß diskutierte Thema Motoröl und ich habe eine ganz spezielle Person am anderen Ende der Leitung. Vielleicht kennt ihr sie ja noch aus einem vorherigen Video und zwar den Ölguru und Entwickler bei Ravenol, Alex. Hallo Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um auf die Fragen einzugehen. Hallo an alle Zuschauer da draußen, immer wieder gerne. Kurzer Rückblick, wir haben hinter die Kulissen der Motorölentwicklung und Herstellung blicken dürfen und dabei aber auch tiefgreifende Fragen beantwortet. Durch euer Feedback und eure Kommentare haben sich natürlich Folgefragen entwickelt, die in dieser fünfteiligen Serie beantwortet werden. Ja, ein immer wieder aufpoppendes Thema ist das Wechselintervall, also die Frage, wie oft soll ich eigentlich mein Motoröl wechseln und auch warum. Kannst du da irgendwie eine eigene Meinung oder eine Aufschlüsselung geben, worauf es ankommt? Erstmal grundsätzlich vielleicht, warum sollte ich mein Motoröl wechseln? Wir haben im Motorenöl sogenannte Reinigungsadditive. Das sind chemische Verbindungen, die funktionieren ein bisschen so wie Tenside, die man so aus Handseife oder hier zum Geschirrspülen, Fitwasser oder sowas kennt. Nur andersrum. Also die binden halt nicht irgendwas Fettiges an Wasser, sondern binden halt irgendwelchen Schmutz an Öl. Vorweggreifend vielleicht nur, es gibt halt Additive, die dafür sorgen, dass bestimmte Reaktionsprodukte aus der Verbrennung im Öl gebunden werden. Das ist so gewollt, damit die nicht zum Beispiel Lackbildung betreiben im Ölkreislauf oder irgendwelche Verkokungsrückstände sich ablagern. Deswegen werden die vom Öl in Schwebe gehalten. Diese Verbindungen sind aber nur bis zu einem bestimmten Maß in dem Öl vorhanden. Das hat dann nachher was mit der ganzen Thematik Sulfatasche und Zaps zu tun. Vielleicht vorweg, man wechselt das Öl, weil die Reinigungswirkung von einem Motorenöl ist endlich. Man spricht dann auch von Additivverarmung im laufenden Betrieb. Und das trifft eben nicht nur auf die Reinigungsadditive zu, sondern auch die oberflächenwirksamen Sachen wie Anti-Wear, also Verschleißschutzadditive, verbrauchen sich mit der Zeit. Also die lagern sich ja an Oberflächen ab, werden dann quasi statt dem Oberflächenmaterial abgearbeitet und sind dann dementsprechend verbraucht und müssen neu aufgebaut oder dem Motor neu zugeführt werden. Deswegen müssen wir unser Motoröl wechseln. Wie oft ist relativ simpel zu beantworten. Wenn der Motorenhersteller sagt einmal im Jahr, dann würde ich empfehlen einmal im Jahr. Und wenn er sagt, nach 15.000. Und dass du schon konkrete Zahlen, die ja aber eigentlich ja kein typisches Long-Life-Intervall sind, was ja auch sehr verbreitet ist. Das, also es ist ja, gibt ja auch variable Intervalle, dass man sagt, dass der Bordcomputer zeigt ja dann je nach Last und Kilometer und Betriebsstunden ja an, wann gewechselt werden soll. Wie oft sollte ich es jetzt wirklich wechseln? Weil oft, also eine verbreitete Meinung ist ja, nee, das Long-Life-Intervall, das will ich nicht fahren, weil man sieht immer wieder Bilder von Ventildeckelöffnungen, wo alles verlackt ist oder vielleicht sogar verschlammt. Aber wo würdest du da so Anhaltepunkte setzen, dass man sagt, okay, man sollte auf die und die Dinge schauen und in den Fällen wäre es sinnvoll oder auch vielleicht nicht sinnvoll, früher zu wechseln? Also vielleicht erstmal so rumgedacht, das Long-Life-Intervall bezeichnet ja einerseits eine Kilometerlast und andererseits eine reine Zeitkomponente, also weiß ich, 24 Monate oder eben 30.000. Und da ist ja die allgemeine Regel immer generell das, was zuerst eintritt. Also das wird auch garantieseitig von den allermeisten Herstellern, würde ich sagen, so betrachtet werden. Also davon würde ich auch nicht abweichen, je nachdem, was zuerst auftritt. Bei den Long-Life-Ölen würde ich sagen, die sind dafür ausgelegt, dieses Intervall zu schaffen, immer unter der Prämisse, dass ein bestimmtes Fahrverhalten da ist. Also die sind dieses System aus Motor und Motorenöl für Long-Life ist am Ende so designt, dass ein bestimmtes Fahrprofil mit diesem Long-Life-Intervall klarkommt. Das heißt, wenn mein Fahrprofil davon abweicht, also ich fahre deutlich mehr oder deutlich mehr Kurzstrecke, also irgendwie Kaltbetrieb vom Motor oder fahre deutlich höhere Drehzahlen und permanent Autobahn Vollgas, dann würde ich sagen, sollte man das mit dem Long-Life-Intervall vielleicht nicht ausreizen. Einfach weil das Fahrprofil von dem Profil, was im Test gefahren wird, ist ähnlich wie bei den Verbrauchswerten und sowas, ja dann doch stark abweichen kann, gegebenenfalls. Mal eine Gegenfrage, kann ein zu häufiger Wechsel eigentlich auch Auswirkungen haben, dass man sagt, irgendwie durch die
hohe Reinigungsleistung, wie der Extremfall, ein bisschen älterer Motor oder sowas, dass man vielleicht sagt, alle zwei Monate, ich mache alle zwei Monate einen frischen Ölwechsel. Wenn ich das Geld dafür habe. Also ich glaube, außer deinem Geldbeutel schadet das nicht. Also ich wüsste nicht, wie. Ansonsten würde ja auch jede Motorspülung, also auch eine ohne sehr aggressive Motorreinigungszusätze, die es ja auch gibt, aber ansonsten würde Motorspülung mit irgendwie frischem Öl ja auch alles kaputt machen oder viel mehr kaputt machen, als es nützt. Also zu oft wechseln ist nur teuer. Gibt es da irgendwie so Anhaltspunkte jetzt außer irgendwelchen Spezialfällen oder sowas, dass man sagt, ein normales Intervall beträgt so ungefähr, dass du eben sagst 10 oder vielleicht 15.000 und ein Jahr oder wo könnte man sich daran bei einem gemischten Fahrprofil halten? Also dieses ein Jahr 15.000 ist so ein, so, das gab es ja vor den Longlife-Intervallen. Also das wäre so ein, für mich so ein normales Intervall, 15, vielleicht 20.000 und ein Jahr vielleicht anderthalb. Und dann je nachdem, was eher eintritt, kann man bei Longlife-Ölen aber halt auch ein bisschen nach hinten schieben. Das ganze Zwei-Jahres-Intervall und die vollen 30.000 sollte so ein Motor dann in seinem idealen Betriebszustand schaffen, aber ich würde es auch nicht ausreizen. Also, ja. Also generell jetzt, nicht. Okay. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, also wenn man jetzt keine technischen Probleme hat, dass man sagt, man hat jetzt mit anderen Sachen zu kämpfen, man hat jetzt nicht besonders viele Kilometer und hat ein relativ ausgeglichenes Fahrprofil, dann siehst du da eigentlich kein Problem, auch wirklich langfristig das Longlife-Intervall zu fahren. Also wenn ich dann aber ein Fahrprofil habe, wo ich besonders viel Kurzstrecke hätte oder vielleicht hohes Lastprofil, irgendwie viel Autobahn, Trackday oder so irgendwas, oder vielleicht das Lagerspiel größer ist und ich weiß, da kommt mir schon der Benzingeruch entgegen beim Öl, dann auf jeden Fall würdest du sagen, einfach verkürzen und der erste Schritt wäre dann aufs normale Intervall zu gehen, also ein Jahr und 15.000. Ja, und wenn man bei Trackday oder so Rennstreckeneinsatz bleibt, dann ist man ja auch in einem anderen, generell in einem anderen Belastungsfeld unterwegs. Da lohnt sich vielleicht mal ein Blick dahin, wie das im Rennsport gemacht wird. Weil die fahren ja jetzt, also könnten auch mit ihrem Öl wahrscheinlich mehrere Rennen fahren, aber tun es nicht. Also die wechseln in der Regel, kommt da neues Öl rein vom Rennen. Weil du eben gerade auch angesprochen hast, wegen dem Fahrprofil und Kraftstoffeintrag und Kurzstrecke und so. Ich finde es sehr, sehr interessant, wenn wir da eventuell auf eine Gebrauchtölanalyse draufschauen würden. Und zwar findet man die häufig eben im Netz. Wir haben jetzt die eine vom Oil Club. Da gebe ich euch unten den Link an zu dem Thread, wo wir die Analyse her haben. So, also einfach nur zur Einführung vom den Laborbericht. Das, die linke Spalte hier, man sieht es eh, was eingefüllt worden ist, das VST 5W40 davor, die zweite Spalte eben das RUP 5, beides 5W40 Öle bei einem BMW M52 und zwar sieht man das eh am Pfeil von einem E39 und dass das Öl von der Analyse 16.000 Kilometer drin war und der Gesamtkilometerstand eben so 246.000 Kilometer ist. Jetzt sieht man hier die ganzen Werte, Verschleiß, die Elemente, die enthalten sind, Verunreinigung. Wie würdest du das angehen, so einen Bericht zu lesen und was sagt der einem? Als erste Zeile, größere Zeile vielleicht diese Verschleißecke. Das ist, da wurde eine Elementanalyse durchgeführt. Man hat halt verschiedene Verschleißelemente dann quasi aussepariert. Es gibt ja Additivelemente und Verschleißelemente. Bei den Sachen ist eigentlich relativ logisch und eindeutig, worauf man gucken sollte, weil wenn dein Motor aus größtenteils Eisen, Stahl oder Aluminium besteht, dann guck nach Eisen und Aluminium. Also weil das sind so diese Indikatorwerte für Verschleiß. Wie viel Abreibung von irgendwelchen Flächen vom Motor ist am Ende im Öl gelandet, weil das Öl fängt das ja alles auf. Deswegen jetzt da so erhöhte Eisenkonzentrationen, erhöhte Alukonzentrationen sind immer so ein Zeichen für irgendwie zu hohen Verschleiß. Das, was wir jetzt hier sehen, irgendwie mit 16 ppm Eisen und Aluminium fast nichts, 2, das bei 2 ppm da noch von irgendwas Messbarem zu sprechen, ist auch mutig, aber ist jetzt nichts Besorgniserregendes. Also wenn da jetzt irgendwie 100 oder 200 ppm Eisen drin wären, das würde mich schon mehr besorgen an sich. Also das ist ja auch nur eine Momentanaufnahme. Ne? Also man kann ja durchaus
was die im Forum ja auch sehr schön gemacht haben, dieses, ich habe vorher eine Analyse gemacht mit dem Öl, was ich davor drin hatte. Wenn man es ganz korrekt machen will, dann macht man quasi Frischöl und also das Frischöl, was ich reinfülle, und dann irgendwann, wenn ich das Öl wechsle, nochmal eine Analyse vom Altöl. Dann weiß ich halt, wie sich das über das Intervall verhalten hat. Ein Produktionsprozess ist ja auch nicht hundertprozentig immer so, wie die Viskosität auf dem Datenblatt steht. Kann er einfach nicht sein. Dafür ist es ein realer Prozess. Ja, ist klar. Das heißt, man müsste eigentlich eine Frischölanalyse vom eigenen Kanister machen und dann eigentlich auch die Gebrauchtölanalyse dann. Ja. Du hast es eh gerade angesprochen, die Verunreinigungen. Ja. Das schaut nämlich richtig interessant aus. Eh auch Kraftstoff, Wasser. Kann man da irgendwas sagen? Weil ich sehe hier eben da zum Beispiel auch Wolfram. Oder auch Silizium ist ja eigentlich auch wichtig. Ja, also der Siliziumwert ist jetzt auch erstmal so, dass ich da nicht weiter drüber nachdenken würde. 5 ppm ist auch quasi nichts. Jetzt ist es cool, dass das eine Ravenol-VST ist, weil Wolfram ist da keine Verunreinigung, sondern bewusst zugesetzt als zusätzliches Verschleißschutzadditiv. Von daher ist das in dem Fall keine Verunreinigung, sondern wirklich gewollt. Weil du es vorher auch erwähnt hast mit Silizium und das ist recht niedrig. Ich habe das immer so verstanden, dass Silizium-Einträge dann daraus kommen, dass ich eigentlich aus der Ansaugungsluft irgendwelche Staub- oder Sandpartikel dann habe, die dann eben als Silizium ausschlagen würden. Wenn man dann jetzt hier eben 5 hat oder davor 4, wo würde das dann eigentlich erhöht sein aus deiner Sicht? Wenn ich da dann irgendwann 50, 60 oder... Also die Einheit ist ja vielleicht das Relevante in dem Fall. Also wir reden halt immer von Milligramm pro Kilogramm. Das erstmal so als Grundeinheit, das ist schon wahnsinnig wenig. Und runtergebrochen, wie wir es denn benutzen, ist immer ppm, also Parts per Million. Also jedes bei 5 ppm wären das dann quasi 5 Siliziumatome auf 1 Million andere Atome. Oder Moleküle. Moleküle, glaube ich, ist da die Größenordnung. Das ist schon wahnsinnig wenig, so von der Einheit her. Vielleicht als Hausnummer, da können wir aber auch weiter drunter in die Additivsequenz gucken. Eine Standardadditivierung sehen wir bei Phosphor ganz gut. Ist so bei 840 Phosphor, ist Standardadditivierung Motoröl. Also so als Größenordnung vielleicht. Und Silizium, also bei unter 20, unter 30 würde ich mir da noch nicht so eine Gedanken machen. Was sagt dann im Prinzip am Ende dieser Prüfbericht aus in Bezug zum Ölwechsel? Ja. Dass man dann sagt, okay, wir haben hier ein schönes Beispiel mit über 200.000 Kilometern und auch 16.000 gelaufen. Also ich sehe jetzt hier gerade, der ist 8 Monate, ja, fast schon 9 Monate gelaufen. Was man da für einen Schluss ziehen kann. Genau, gehen wir vielleicht von den, also Verunreinigung, wie gesagt, Wolfram ist tatsächlich dem Öl zugesetzt, von daher ist keine Verunreinigung. Natrium und Silizium, Größenordnung, wo ich mir keine Gedanken drüber machen würde. Wasser unter 0,1 heißt unterhalb der messbaren Schwelle, ist auch gut. Heißt, keine Dichtung ist irgendwie undicht und da sifft kein Wasser rein. Oder auch Kondenswasser. Oder auch keine Kondenswasserbildung, genau, das ist ja die andere Baustelle. Und Kraftstoffgehalt unter 0,3, das liegt wahrscheinlich daran, dass das ein Flüssiggasmotor ist. Also, dass der mit Flüssiggas betrieben wird, steht ganz oben beim Maschinentyp auch. Ansonsten fände ich den Kraftstoffgehalt wahnsinnig gut, weil das wäre ja fast nichts. Wo würdest du da den Normalbereich setzen, ungefähr von dem Prozent? Also 2-3% auf jeden Fall, immer. 10% wäre schon viel. Okay. Also das wäre schon, das würdest du aber auch in der Viskosität sehen, relativ schnell. Also auch 2% siehst du in der Viskosität. Wie wird sich das dann unterschiedlich auswirken, wenn ich sage, ich habe 10% Benzineintrag oder 10% Dieseleintrag? Benzin ist viel dünner, also viel niedriger viskos. Von daher wird die Viskosität deutlich absinken. Und bei Diesel tut sie das auch, aber nicht so dramatisch. Der Unterschied ist, Benzin kann ich durch einen warm laufenden Motor eigentlich ganz gut wieder rausbrennen, ist es nicht, halt abdampfen lassen aus dem Öl. Ne? Wenn das Öl richtig warm wird, dann dampft das Benzin halt irgendwann ab. Das klappt bei Diesel bedingt nicht ganz so gut. Ja. Also einfach nur von der Dimension her, wenn ich jetzt 10% Kraftstoffeintrag hätte, wie stark würde sich das bei der Viskosität
sehen lassen? Boah, ist schwer zu sagen. Also da würde die Viskosität auf jeden Fall nicht 12,8, sondern vielleicht 10 sein. Mhm. Also müsste ich müsste ich durchrechnen oder ausprobieren. Aber so als Hausnummer, die würde auf jeden Fall deutlich runtergehen. Dann ist ja das nächste hier der Ölzustand. Ich glaube, das ist ja dann besonders interessant. Fangen wir mal damit an, dass wir die Viskositäten aufgeschlüsselt haben. Viskosität bei 40, bei 100, das sind immer diese beiden Nennviskositäten, aus denen nachher auch der Index bestimmt wird. Was in so einem Motor immer passiert, ist, dass du einen Viskositätsverlust haben wirst. Bei Diesel und Benzin hatten wir ja gerade schon ganz kurz, wenn du Diesel- oder Benzineintrag hast, dadurch einen gewissen Viskositätsverlust. Aber auch im laufenden Betrieb innerhalb des Ölwechselintervalls hast du halt eine mechanische Belastung. Und diese mechanische Belastung zerstört Teile der Additivierung. Verschleißt Teile der Additivierung. Mhm. So wie sich Reinigungsadditive verbrauchen, würden sich unter mechanischer Belastung auch diese sogenannten Viskositätsindexverbesserer, warte, die habe ich dir gezeigt, in fester Form sogar, als du hier warst. Ja, genau. Genau, im alten Video. Genau, die gehen halt einfach unter mechanischer Belastung nach und nach kaputt. Das ist auch so ein Punkt, warum man Ölwechsel fährt, damit man halt nicht irgendwann kein VI mehr drin hat. Von der Seite betrachtet, wenn diese Komponenten kaputt gehen, verlieren sie ihre Wirkung. Das heißt, die Viskosität geht irgendwann runter. Die Heißviskosität beide. Schätze ich beide. Beide. Okay. Allein durch die Zerscherung von den VI-Verbesserern? Oder? Ja. Okay. Also beide in dem Fall, weil auch der Viskosität, also beide unterschiedlich stark, weil auch der Viskositätsindex sich ja verändert, wenn der Viskositätsindexverbesserer seine Wirkung verliert oder nach und nach kaputt geht und damit nicht mehr wirken kann. Ausschlaggebend für die Bewertung ist immer die Viskosität bei 100 Grad. Also das ist bei Motorenölen eben diese SAE-Gradklasse, die man zur Bewertung heranzieht. Und da gibt es auch Normung für, wie stark so ein Öl kaputt scheren darf im Einsatz oder unter bestimmten Laborbedingungen. Sieht aber gut aus, weil 12,8 ist solide im SAE 40 Grad. Also da wäre die unterste Grenze 12,5. Mhm. Klingt jetzt nah dran, ist aber wirklich solide drin. Vor allem nach 16.000 Kilometern würde ich mir da gar keine Gedanken machen. Von dem Beispiel davor, was war vor drin? Ein ROP. Ist sogar noch besser mit den 13,05. Aber wie gesagt, der Wert macht halt eigentlich nur dann Sinn, wenn du vom Frischöl auch die Viskosität kennst. Dann weißt du, wie viel Verlust da war. Also muss man auch ein bisschen aufpassen. Man darf den Verlust dann nicht extrapolieren und sagen, okay, ich fahre jetzt noch 10.000 Kilometer, dann wird es so und so aussehen, weil das so eine Verbrauchskurve ist. Ne? Also irgendwann näherst du dich so einer Baseline an. Könnte ich den Schluss ziehen, dass man sagt, wenn die Differenz von frisch zu alt bei der Heißviskosität besonders groß ist im Vergleich zur 40 Grad Viskosität, dass man den Schluss ziehen kann, das Öl hat besonders viele VI-Verbesserer gehabt? Ja, könnte man. Ja, könnte man. Also wenn da viel, wenn die Viskosität bei 100 Grad deutlich mehr runtergeht und damit auch der VI, also der Index, deutlich mehr runtergeht, dann war wahrscheinlich entweder viel VI-Polymer oder eins, was sehr potent wirkt, verwendet. Also die unterscheiden sich ja in ihrer Konzentration in den Formulierungen, die unterscheiden sich aber auch in der Wirksamkeit. Also je nachdem, wie das Molekül aufgebaut ist, wirkt das ein bisschen anders. Okay, dann haben wir hier noch so Oxidation, Nitration, Sulfation. Das sind so Gradmesser anhand, also ich kenne die Methode insoweit, dass das Referenzen sind. Also Referenzmessungen zu einem bestimmten Sollzustand. Im Prinzip, je niedriger, desto besser. Und 2 bis 7 ist, glaube ich, jetzt auch alles nichts Bedenkliches. Okay, also würdest du auch sagen, wenn man im einstelligen Bereich ist, sowieso vernachlässigbar und wahrscheinlich. Ab wann würde man dann hellhörig werden? Da müsste ich tatsächlich auch, wie gesagt, ein bisschen genauer in die Methode gucken, aber ich glaube so auch ab 30 oder so wird es dann irgendwann vielleicht relevanter. Hat man vielleicht auch noch, sieht man glaube ich noch ganz gut, auf der rechten Seite ist ja noch dieser CCD-Tüpfeltest. Mhm. Bestimmte Sachen
würde man, also Kraftstoff würde man da zum Beispiel extrem gut sehen, weil der sich separieren würde an diesem Tüpfel, Wasser auch. Und Oxidation sieht man eigentlich auch ganz gut. Also auch so eine Dunkelfärbung, wenn es dann zu krass oxidiert wird, dann wird das Öl auch sehr, sehr viel dunkler. Ist auch ein interessanter Farbton. Normalerweise ist gebrauchte Öl nach 16.000 Kilometern schwarz. Ja. Also richtig dunkel. Achso, vielleicht liegt durch den Gasbetrieb, meinst du? Ja. Ja. Genau, das Gas verbrennt halt anders als Benzin. Die Motoren laufen halt auch einfach ein bisschen anders. Also wurden ja auch anders eingestellt für den Gasumbau. Dann hat man hier noch was Interessantes, dieser IR-Index, und dann hat man rechts dieses Spektrum. Genau. Wie kann man da Schlüsse ziehen? Was sagt mir das eigentlich, das Spektrum? Das Spektrum löst die Infrarotabsorption der Bestandteile auf. Also es ist halt, man durchstrahlt das mit IR, mit Infrarotlicht, und misst, wie stark bestimmte Wellenlängen absorbiert werden. Mhm. Da ist es erstmal grundlegend, wie eine Spektroskopie, also wie so ein Spektrum entsteht. Man kann das Spektrum so als so eine Art Fingerabdruck bezeichnen. Also im Spektrum sieht man bestimmte Teile, die in dem Öl verwendet wurden, also bestimmte Rohstoffe, bestimmte Komponenten. Ist jetzt nicht so, dass ich einen bestimmten Ausschlag sehe und sagen kann, was das ist. Also es gibt zum Beispiel bestimmte Peaks, woran man sehen kann, dass es Ester enthält. Der Peak liegt aber sehr nah bei, also kann auch zum Beispiel Ethanol oder Wasser sein. Also die liegen halt nicht weit auseinander. Also das ist immer so ein bisschen schwierig. Und auch nicht jeder Ester macht an der gleichen Stelle den gleichen Peak. Und das ist nicht so eindeutig, wie man das vielleicht denkt, aber es ist halt wie ein Fingerabdruck. Wenn ich jetzt zweimal das gleiche Öl habe, aus zwei verschiedenen Batches, dann sollte das IR aber bei 99% Übereinstimmung sein, weil es ja die gleichen Komponenten enthält. Achso, und was sagt denn der IR-Index aus bei diesem Gebrauchtöl? Der Index bei diesen Gebrauchtölanalysen sagt halt quasi, wie sehr die Überdeckung der beiden aufgenommenen Spektren noch ist, also wie gut. Also wenn der 100% wäre, dann wären die Spektren absolut deckungsgleich. Ah, da steht die Sample und Referenz. Genau, dann haben sie eine Referenzprobe von dem Frischöl irgendwann mal aufgenommen. Was eben noch interessant ist, die Additive. Siehst du da irgendwie was, wenn du das anschaust, die Zahlen, dass man sagt, ah ja, das schaut so oder so aus, oder gibt mir ein Bild von, das sollte ein Öl sein, welches so oder so konzipiert worden ist? Ja, also Phosphor-Level ist genau da, wo er sein soll. Knapp über 800 ist gut. In der speziellen Variante von dem Öl. Zink-Level ist noch da, wo es sein soll. Zink und Phosphor gehören immer so ein bisschen zusammen. Also ist ja, man nennt die Komponente dann Zink-Dithiophosphat, ZDDP. Ach, das ZDDP, ja. Genau. Mhm. Deswegen ist Zink-Phosphor in einer Kombination immer in einem bestimmten Verhältnis, je nachdem, was für ein ZDDP das ist. Das sieht normal aus, ist halt auch als Verschleißschutz und Antioxidanz jetzt nicht so prädestiniert dafür, verbraucht zu werden. Verbraucht sich nicht in dem wahnsinnigen Maße. Calcium ist in einem soliden Bereich, weil Calcium so ein typisches Reinigungselement ist. Also wird als Detergenz verwendet. Wo würdest du dann sagen, wäre das untere Limit, wo man sagt, ah, da, das ist schon relativ verbraucht? Das kommt auf die Ölart an. Also wenn ich jetzt ein Full-Subs-Öl habe, was unter 2000 Calcium hat, Full-Subs, das ist schon wenig. Das ist schon sehr wenig. Wenn ich Mid-Subs liegt generell in so einem 2000 Calcium-Bereich. Von daher, wenn es da unter 1000 geht, dann wird es auch schon. Und dann haben wir ja noch diese ganz richtig, richtig tiefen Low-Subs-Geschichten. Da müsste ich lügen, da liegen die Calcium-Werte, glaube ich, standardmäßig bei 1000, 1200 oder noch drunter. Wie wirkt man dann da eigentlich entgegen, dass man sagt, man nimmt statt Calcium etwas anderes, dass man die Reinigungswirkung noch aufrechterhält? Oder? Na, da geht es ja, also bei diesen Full-Subs, Mid-Subs, Low-Subs geht es ja meistens um die aschebildenden Komponenten. Und Calcium ist nun so ein typischer Sulfatasche-Bildner. Man kann auch Reinigungsadditive verwenden, die aschefrei sind, die kein Calcium enthalten. Also keine Sulfatasche bilden. Die gibt es und die werden auch eingesetzt, je weniger Subs-Anteil. Also ne, wenn du in den Low-Subs-Bereich gehst, hast du halt wenig aschebildende Komponenten. Dafür halt viele aschefreie Reinigungsadditive. Ja, ja. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also die Analyse sieht für dich ja
eigentlich komplett in Ordnung aus, besonders für den Kilometerstand. Ja. Würdest du dann auch sagen, das hätte man auch länger fahren können? Ja. Also es ist kein Kraftstoffeintrag, es ist kaum Oxidation. Die IER-Abdeckung ist quasi fast identisch zur Referenz. Viskosität ist noch stimmig. Kein Wassereintrag, kein Glykoleintrag. An sich kann man das weiterfahren. Ja. Wie lange? Da würde ich mich nicht festlegen. Weil das kann nach 10.000 Kilometern noch genauso aussehen. Glaube ich zwar nicht, aber kann. Das kann auch relativ schnell dann nicht mehr so gut aussehen. Ein Thema im Zusammenhang damit ist ja auch immer das Thema Ablagerungen. Also Verkokung, Kohle, Verlackung und so weiter. Was gibt es da generell primär für welche und wie, wo und warum entstehen sie? Kann man da irgendwie so einen kleinen Überblick haben? Im Prinzip hast du die Arten auch schon aufgezählt. Also Verkokung, Lackbildung, so die grundlegenden Sachen. Verkokung ist, glaube ich, relativ simpel, wie das entsteht. Wenn du irgendwie eine Verbrennung von Sachen hast, die nicht mitverbrannt werden sollen, also wenn du irgendwie beispielsweise Motoröleintrag im Brennraum hast, was nicht auszuschließen ist, also es geht einfach nicht, das komplett abzudichten, weil das ja ein sich bewegendes System ist. Und die Verbrennung ist ja so gestaltet, dass Benzin-Luftgemisch vollständig verbrannt werden sollte, im besten Fall. Aber selbst Benzin und vor allem Diesel enthalten ja auch noch Reststoffe, irgendwelche Verunreinigungen, die man eigentlich nicht will. Also gutes Beispiel dafür ist, wenn man sich mal synthetischen Diesel anguckt. Der ist farblos, vollständig, weil der ist rein. Und dann guckt man sich den Diesel von der Tankstelle an und stellt fest, warum ist der so gelb? So vielleicht als Exkurs in diese synthetischen Geschichten. Also dadurch entstehen halt so Rückstände, die nicht in einer reinen Verbrennung, in einer idealen Verbrennung eigentlich nicht entstehen würden. Und dadurch, dass man halt noch zusätzlich Motorölreste drin hat. Ja. Könnte man dann sagen, dass synthetische Grundöle oder ein großteils synthetisches Motoröl sich anders verhält bei Verkokung, Verlackung als ein HC oder mineralisches? Das reine Grundöl, sehr wahrscheinlich. Aber das kommt jetzt in dem Motor so, in der Form kommt es eigentlich gar nicht so sehr darauf an, sondern da hast du ja halt Additive drin. Und wie gesagt, wenn ich einen calciumhaltigen Detergent verbrenne, dann entsteht ein Sulfatascherückstand. Also da entsteht halt einfach Asche. Ja. Nicht, weil das Grundöl so dreckig ist, sondern weil ich Calcium verbrenne. Okay, also es kommt bei den Ablagerungen oder bei der typischen Verkokung irgendwo bei der Kolbenring-Gegend, geht es dann eigentlich mehr um die Additive, die dann verbrennen? Ja, klar, auch um zum Beispiel so den Schwefelanteil und sowas. Also da gibt es ja auch sehr, sehr harte Grenzen für bestimmte moderne Motorenöle. Und die sind, also die Schwefelgehalte sind ja auch in den letzten Jahrzehnten immer weiter runtergegangen für Motorenöl. Hatten wir, glaube ich, auch kurz bei den Grundölgruppen, dass diese API Gruppe 1 und Gruppe 2 lassen halt wesentlich mehr Schwefel zu als eine Hellgruppe 3 und bei Gruppe 4 ist de facto kein Schwefel mehr drin. Diesen Schwefel braucht man aber, um Sulfatasche zu bilden, weil Sulfat, der kann aber auch aus dem Diesel kommen oder aus dem Benzin. Okay, das heißt, könnte man dann ganz unabhängig von den Freigaben sagen, dass wenn ich einen Fall habe, wo ich sehr anfällig wäre auf Verkokung, besonders in diesem Kolbenring-Bereich, macht es eben durchaus Sinn, von Full auf Mid-Subs oder Mid auf Low-Subs zu gehen. Ja, immer unter der Prämisse, dass der Motor dafür auch geeignet ist. Also gerade bei dem Wechsel, also von Full-Subs auf Mid-Subs passiert meistens noch nicht so viel. Den Wechsel haben wir ja öfter auch gesehen. Also gerade so mit der Einführung von Long Life 3, so in der VW-Ecke, da gab es ja diesen Wechsel, dass halt auch viele alte Full-Subs-Motoren dann auf VW Long Life 3 umgestellt wurden. Das geht, den Wechsel von Mid-Subs auf Low-Subs, das funktioniert in der Regel ein bisschen anders. Also Low-Subs, richtiges Low-Subs, das ist auch C4, das ist, also ist ein anderes Konzept teilweise. Da wäre ich vorsichtig, dass das so problemlos geht. Okay. Eine Zuseherfrage war, also wenn ich zum Beispiel freiwillig alle 10.000 bis 15.000 Kilometer das Öl wechsle und weg von 24 Monaten 30.000 Kilometer gehe, ist dann ein Nicht-Long-Life-Öl eventuell besser als ein Long-Life bei 10.000 Kilometer Wechselintervallen? Ganz, ganz kurz? Nein. Also, nein.
Es ist in dem Fall, glaube ich, eher die Frage, kriegst du ein Nicht-Long-Life-Öl in der gleichen Herstellerfreigabe für deinen Motor? Und ich glaube, allein die Frage ist schon wahrscheinlich nicht. Ich meine, also die unabhängig, Antwort ist, unabhängig von der Herstellerfreigabe. Also selbst dann würde ich sagen, macht wenig Sinn. Also warum? Weil also die Additivierung ist ja gut von einem Long-Life-Öl. Die ist ja sogar herausragend gut. Und wie gesagt, dieses Long-Life-Fähigkeit hat ja nicht nur zwangsläufig was mit dem Öl zu tun, sondern eben Motor, Öl, System ist Long-Life-fähig. Ja, okay. Ich glaube, das mit dem nächsten Punkt ist es auch recht interessant, weil ja auch immer wieder gesagt wird, in Bezug zu den Additiven, die sich verbrauchen, ja, ist ein Low-Subs-Öl ein Öl, welches dadurch weniger Additive enthält, oder ein Low-Subs-Öl ein Öl, welches Nachteile mit sich zieht im Gegensatz zu einem Full-Subs-Öl? Nein, man hat nur aschebildende Komponenten. Ich will jetzt nicht sagen ersetzt, das wäre auch zu einfach formuliert, aber also man hat halt versucht, die Ascheneigung dieses Öls zu reduzieren, indem man Komponenten anders gestaltet, andere Komponenten verwendet für die gleiche Aufgabe. Die Additivierung ist ja, es soll ja letztendlich irgendwie eine Aufgabe erfüllen. Den Motor in einer bestimmten Art und Weise sauber halten, jetzt wenn wir bei den typischen Aschebildern bleiben, diese Aufgabe muss ich ja trotzdem weiterhin erfüllen. Ich habe nur die Auflage, dabei darf nicht so viel Sulfatasche entstehen, weil die ja auch negativen Einfluss hat. Von daher ist es nicht weniger additiviert, sondern einfach grundlegend anders. Also die Additivkonfiguration ist einfach eine andere. Man verzichtet auf bestimmte Komponenten, dafür nimmt man andere. Teilweise auch mehr davon, aber das... Ja. Also okay, das heißt, von der Additivfunktionalität als Paket gesehen, siehst du da keine negativ Richtung oder so, dass man sagt, dadurch, dass wir gezwungen sind, weniger Asche zu bilden, müssen wir Abstriche machen von der Funktionalität nein her. Nein, um Gott, nein. Sonst würde das ja auch nicht funktionieren. Also sonst hätte man den Schritt, sonst hätte man vielleicht eher die Teile im Antriebsstrang geändert, die auf Asche ein bisschen allergisch reagieren. Aber man hat wahrscheinlich festgestellt, es ist einfacher, das Öl aschefreier zu machen und die Funktion von aschebildenden Komponenten mit was anderem zu erfüllen, ist wahrscheinlich der elegantere und bessere Weg. Und man hat vielleicht auch noch ein paar andere positive Eigenschaften dabei rausgeholt. Aber okay, schlechter ja, auf gar keinen Fall. Da würde ich nämlich euch gerne fragen, habt ihr eine gewisse Ölwechselphilosophie? Wechselt ihr einfach strikt jährlich oder fahrt ihr zum Beispiel das Long-Life-Intervall voll aus, weil es ja möglich wäre? Schreibt mir das unten in die Kommentare, wäre interessant zu sehen, wie ihr euren Ölwechsel durchführt. Dann hört man ja auch sehr häufig vom ruhigen Motorlauf nach einem Ölwechsel oder sogar nach dem Ölwechsel und nach einer gewissen Laufzeit, also so, man hört dann immer wieder so 300 Kilometer, also in diesem Bereich, dass man sagt, dass der Motor danach ruhiger läuft. Was hat es damit auf sich? Ist das überhaupt möglich? Ist das dann rein subjektiv oder kann sich da wirklich technisch gesehen etwas auswirken? Ja, also ja, definitiv. Man muss sich ja nur vor Augen führen, dass am Ende von so einem Ölwechselintervall, von der Lebensdauer von so einem Öl, tritt ja diese, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Additivverarmung ein. Das heißt, die Reinigungswirkung geht halt immer weiter runter. Und am Ende kann vielleicht nachher nicht mehr alles weggereinigt, aufgefangen, in Schwebe gehalten werden, wie am Anfang vom Ölwechselintervall. Und vielleicht hat man noch irgendwo ein, zwei Reststoffe, die halt zu einem unruhigen Lauf beitragen oder irgendwie andersartig Probleme machen. Aber jetzt, was zum Beispiel? Na, Ascheablagerungen zum Beispiel, irgendwelche freien Radikale, irgendwelche angefangene Lackbildung oder sowas in der Richtung, was halt einfach an den Stellen, wo es entsteht, den ruhigen Lauf des Motors stört, zum Beispiel. Also irgendwo einen Huckel erzeugt, wo keiner hingehört, ganz banal. Und dann läuft irgendwas nicht mehr so ganz hundertprozentig rund und macht irgendwelche komischen Geräusche. Jetzt komme ich da mit einem neuen Öl hin, was ganz voll geknallt bis oben hin mit irgendwelchen Reinigungsadditiven ist. Und alle Sachen, die sich noch nicht verhärtet haben und nicht mehr löslich sind, die werden davon garantiert angelöst und in Schwebe gehalten und aufgefangen. Und da bist du dann relativ schnell bei dem Konzept, warum Ölspülung funktioniert. Auch mit einfach nur, ich hau da einmal frisches Öl rein,
fahre da mit 100 Kilometer und lasse wieder ab und mache dann erst den richtigen Ölwechsel. Funktioniert hervorragend. Mhm. Okay, also die Reinigungswirkung selber vom frischen Öl, dass der Lauf dann besser wird. Gibt es dann auch was in die Richtung, wo man sagt, ja, durch eine spezielle Additivierung baut sich da was auf, so wie als würde man sagen, man hat dann einen chemisch aktiven Friction Modifier oder so, der dann nach einer gewissen Zeit den Lauf auch beeinflussen kann? Das kann natürlich auch sein, dass der im Altöl dann sich irgendwann so weit abgebaut hat, dass er nicht mehr ausreichend wirkt. Also weil, hatte ich das, als du bei uns warst, auch erklärt mit den Friction Modifiern, die sich auf der Oberfläche anlagern und dann wie so ein Kissen bilden? Ja, genau. Klar, wenn ich dann irgendwie einen Neuauftrag habe, und das passiert halt eigentlich ja nur dann, wenn das Öl auch bewegt wird, deswegen ist das mit den nach ein paar hundert Kilometern oder nach ein paar Betriebsstunden auch gar nicht so unrealistisch. Wenn sich dieser Film dann neu aufbaut, dann läuft es halt wieder ruhig. Also ja, finde ich auch durchaus plausibel. Okay, jetzt aus all den Dingen, die du gesagt hast, wenn ich jetzt den Schluss ziehen darf, heißt das jetzt, das Long-Life-Intervall selber würde in unauffälligen Bedingungen oder Motorzuständen durchaus möglich sein, aber dass es sehr leicht in einen Fall kommen würde, wo man sagt, es würde auf jeden Fall Sinn ergeben, zu verkürzen, auch wenn der Motor jetzt, sagen wir mal, gesund ist, oder zum Beispiel, wenn ich ein ganz normales Fahrprofil habe, aber der Motor oder das Fahrzeug es mir die Bedingungen gibt, das Intervall eigentlich zu verkürzen. Das Long-Life-Intervall grundsätzlich auf jeden Fall, das funktioniert und das ist vom Motor-Schmierstoffsystem auch genau so ausgelegt, dass das funktionieren kann. Man geht immer von einem gewissen Normprofil aus und ich würde sagen, sein eigenes Fahrprofil kennt man selber wahrscheinlich am besten. Und wenn man sich überlegt, wie weit das am Ende dann vielleicht von einem normal gesitteten Betrieb eines Autos abweicht, also sowohl in die noch ruhigere als auch in die etwas sportlichere Richtung, davon kann man durchaus abhängig machen, ob man früher Öl wechselt, als das Long-Life-Intervall einem gestatten würde. Ist grundsätzlich nicht schlimm, früher einen Ölwechsel zu machen. Mhm. Also. Das heißt aber, eine echte Aussage für einen persönlich kann man dann eigentlich nur nach einem Ölcheck machen. Also frisch gegen Gebrauchtöl, sagen wir nach 10 oder 15.000 oder 20.000 Kilometer, um dann einen Schluss ziehen zu können. Also damit kannst du es auf jeden Fall festmachen. Also mit einer Gebrauchtölanalyse, Frischöl gegen nach 10.000 Kilometer gefahren, da kann man auf jeden Fall ganz gut ablesen, ob du nochmal 10.000 durchhältst mit dem gleichen Öl. So eine Ölanalyse hin und wieder mal zu machen, kann ich auch tatsächlich nur empfehlen. Also gerade bei etwas sportlicherer Fahrweise oder wenn man quasi so diesen Liebhaberstatus, was Automobil angeht, dann durchaus für sich reklamiert, dann kann man so eine Ölanalyse kann man dann durchaus mal machen. Finde ich sehr sinnvoll und dabei lernt man auch sehr viel über sein eigenes Fahrverhalten, glaube ich. Im nächsten Teil der Serie geht es um das große Thema Additive und wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, klickt unten auf Abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.